Okay, hier sind wir. Heute gibt es keine Übersetzer, also kein Klatschen. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Free Zoom über Reichtum und Wohlstand. Und wie war das so schön, die Frage, was ist denn da eigentlich der Unterschied oder warum geht es denn da eigentlich? Ja, was ist Reichtum, was ist Wohlstand? Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Geldklassen, nicht? Und dieses ganze Thema Geld ist ja immer ganz, ganz, ganz präsent. Und dann gibt es diesen Exkurs, der basiert auf dem Buch Richtiger Reichtum für dich. Und mir ist aufgefallen, dass es da ein zweites Wort als Übersetzung gibt, Right Riches for you. Und Riches ist halt so ein Wort, naja, deutsche Sprache, schwere Sprache, sagt man so schön. Soll man das nicht mit wichtiger Wohlstand übersetzen und trifft das nicht mehr die Energie von was der ganze Kurs ist? Und dann kam so die Idee, was ist denn da der Unterschied und gibt es überhaupt einen Unterschied? Und da habe ich mir gedacht, wenn etwas ein bisschen schwierig zu verstehen ist, machen wir doch kurz einen Zoom, fragen wir doch einfach euch, was ist richtiger Reichtum, was ist richtiger Wohlstand? Was ist Wohlstand? Was ist Reichtum? In der Schule lernen wir oder wenn wir erwachsen werden, lernen wir, dass Reichtum heißt, viel Geld zu haben. Und dann werden wir natürlich dahin gedrillt, dass wir nur reich sind, wenn wir Geld haben und alles geht nur ums Geld. Und dann sitzen wir da und denken wir so, ja, warum ist immer alles Geld? Warum immer nur das ganze Geld? Da gibt es doch noch so viel mehr. Ja, willkommen. Willkommen in der Welt des wahren Reichtums. Was ist der Unterschied zwischen Reichtum und Wohlstand? Ich kann kurz darüber reden, welche Energie hinter diesen Worten liegt und was ist eigentlich der Grund, warum heißt dieser Kurs oder diese Tools richtiger Reichtum, richtiger Wohlstand für dich? Da heißt doch immer nicht, ihr kennt das Clearing Statement, es gibt kein richtiges, es gibt kein falsch und dann dieser Titel. Und darum geht's. Der Titel soll genau euch anregen, darüber nachzudenken. Was ist richtiger Reichtum? Was ist Wohlstand für euch? Das, was ich an den Access Tools so unglaublich faszinierend finde, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Dir wird nie jemand erzählen, wie es funktioniert. Es gibt bei Access keine Antworten. Ja, so ist das, so macht es. Es gibt die Idee zu sagen, finde raus, was für dich passt. Was passt für dich? Ich kann euch einladen, in die Frage zu gehen. Geld ist wichtig, ja. Geld regiert die Welt, ja. Man braucht Geld, um seine Rechnungen zu bezahlen, um seine Miete zu bezahlen, um Dinge zu kaufen. Ja, Geld ist zu einem Vehikel geworden, ja, das wir verwenden, um in dieser Welt sozusagen den Tauschhandel einfacher zu machen. Und Reichtum ist einfach, ja, viel Geld zu haben. Wohlstand ist so viel mehr als Geld. Wohlstand ist eine Art zu denken, ist eine Art zu sein. Wohlstand ist das, was du bist. Wohlstand ist deine Einstellung zu deinem Leben, ja. Und was das für dich bedeutet. Wohlstand inkludiert Geld. Wohlstand ist eine innere Einstellung. Ja. Wohlstand ist ein Mindset. Ja. Das ist so, wie ich bin, so wie ich denke, das, was ich empfinde, das, was mich glücklich macht. Und das kann natürlich Geld inkludieren, muss es aber nicht. Ja. Reichtum ist schön. Wer reich ist, kann jede Rechnung bezahlen und kann sich alles kaufen. Ja. Kann sich alles kaufen. Macht das allein schon glücklich? Ist das allein schon das, was ein Leben lebenswert macht, was unser Leben erfüllt? Richtiger Wohlstand, ja, im Sinne von dem Kurs, von dem Buch, richtiger Reichtum für dich, ist eine Welt, ein Leben zu kreieren, in dem ihr jeden Moment genießt. Mit Geld, ohne Geld. Geld wird nicht relevant. Und trotzdem habt ihr keine Ansicht über Geld. Es ist dieses, ein bisschen so diese Idee, machen wir alles von Geld abhängig oder erlauben wir uns, Geld einzuladen in unser tägliches Leben? Ja, nicht in diese Abwehrhaltung, in dieses Entweder-Oder zu gehen. Ja, wir können alles im Leben haben, mit oder ohne Geld. Ist es mit Geld einfacher?
Ja, für viele ja. Für mich ist alles einfacher mit Geld. Ja, Geld macht das Leben leichter, ja. Aber Geld macht nicht glücklich, ja. Geld macht nicht erfolgreich. Geld macht dich zu gar nichts, ja. Die Wahl, die man trifft, ja, die innere Einstellung, die man zum Leben hat, die entscheidet darüber, ob man wahren Wohlstand hat. Wohlstand, Menschen, die im Wohlstand leben, ja, die können Geld wählen, müssen aber nicht. Wenn die Superreichen normalerweise immer mit dem Chauffeur sich herumchauffieren lassen und dann gibt es einen Unfall und die Straße ist gesperrt, wer wahren Wohlstand hat, steigt aus dem Chauffeurauto aus und steigt in die U-Bahn ein und fährt ohne Ansicht zu seinem Ziel. Der ist pragmatisch, der macht nicht alles von Geld abhängig, aber ist immer bereit, durch Geld das Leben einfacher zu haben. Und mit dieser Einstellung lädt man Geld in sein Leben ein. Ja? Wer wahren Wohlstand anstrebt, wer wahren Wohlstand im Leben haben will, muss nicht viel Geld verdienen, der kann seine Einstellung ändern. Ja? Und das ist der große Unterschied. Die innere Einstellung zum Leben, die Einstellung zu seinen Handlungen, die man setzt, zu den Dingen, die man hat oder auch nicht hat, das kreiert Wohlstand. Wohlstand ist ein Zustand, ja, ein Zustand, in dem man immer die Wahl hat. Man hat immer die Wahl, ob man jetzt Geld hat oder nicht, man hat immer die Wahl. Ob diese Wahl einfach ist, kompliziert ist, mühsam ist, langwierig ist, vielleicht nicht gerade das ist, was man wollte, wird irrelevant. Man lebt in dem Bewusstsein, ich habe immer die freie Wahl. Und was ich im Moment wähle, obliegt mir. Und ich kann wählen, etwas zu kaufen. Ich kann aber auch wählen, etwas nicht zu kaufen. Und wahrer Wohlstand ist auch nicht alles immer haben zu müssen, alles immer sofort haben zu müssen. Aber die Einstellung zu haben, okay, wenn nicht jetzt, dann später. Ja, dieser Anspruch an sich selbst, ja, es kann sein, es wird sein, aber es muss nicht jetzt sein. Ganz, ganz viele Leute benutzen Geld als Stressfaktor. Als Stressfaktor, als Maßstab aller Dinge. Wenn ich Geld habe, bin ich reich und dann habe ich Wohlstand. Wenn ich kein Geld habe, dann mache ich irgendetwas falsch. Mit dieser Einstellung ist man immer in diesem Entweder-Oder. Und wenn man jetzt wirklich wahren Wohlstand im Leben kreieren will, dann muss man mit der inneren Einstellung beginnen und dann so richtig schauen, mit jeder Wahl, ja, mit jedem Tag in dieser Einstellung zu sein und in dem Bewusstsein leben. Das kommt, das wird und dann wird es auch. Wo Zeit und Raum keine Rolle spielt, wo man in dem Bewusstsein lebt, ja, man wird das haben, zweifelsfrei, aber das Wann und das Wie wird irrelevant. Und das ist das Schöne an dieser Einstellung. Wenn ich weiß, ich habe das irgendwann einmal, das weiß ich, ja, das ist mein Bewusstsein ist, das ist meine Zukunft und das kriege ich, das will ich haben. Und dann freut man sich so richtig auf das Abenteuer, diesen Wohlstand, das, was man gerne im Leben hat, zu kreieren. Das ist wahrer Wohlstand. Dazu braucht man kein Geld, aber man ist immer bereit, das Geld hier und dazu auf diesem Weg, auf diesem Abenteuer ein Beitrag ist. Das ist eine wunderschöne Symbiose mit dem Universum, ja, mit den Energien. Aber auch mit dem Geld zu sagen, hey, komm, lass uns das kreieren. Wann, wie, wo, ist irrelevant. Hauptsache, das Abenteuer geht weiter. Das Leben als Abenteuer, als kreatives Abenteuer zu betrachten, wo man weiß, man kann es wählen. Ja, und wenn man halt im Moment das Geld nicht hat, dann wähle ich halt jetzt etwas anderes in dem Wissen, okay, später habe ich es. Das ist so, wenn man einen Bus versäumt, ja, dann der nächste Bus kommt bestimmt. Ärgert man sich kurz? Natürlich. Aber man verzweifelt nicht, man denkt sich nicht, verdammt, ich habe was falsch gemacht, das Leben ist zu Ende. Man denkt sich, na ja, dann komme ich halt eine Stunde später an. Ja, das ist so dieses Bewusstsein, wo man sagt, ja, wäre halt schön, wenn ich es habe, aber es muss nicht. Es kann, aber es muss nicht. Und die Einladung, wahren Wohlstand zu kriegen, ist in dem Bewusstsein zu leben, dass man alles kreieren kann, wenn man es wirklich will. Wann und wie und wo ist irrelevant. Das öffnet auch diesen schönen Raum, nichts vorher so richtig zu planen, ja, so richtig
sich treiben zu lassen, ja, in das Abenteuer hineinzugehen und sagen, okay, wenn nicht so, dann so und wenn nicht so, dann so. Das ist so richtig eine Hochschaubahn, ja, wenn die Leute in den Vergnügungspark gehen, zahlen sie dafür, Hochschaubahn zu fahren. Ja, da ist es lustig, ja, wenn es dann in den Magen aufgeht, wenn es rauf und runter geht, wenn das eigene Leben eine Hochschaubahn ist, dann fängt jeder an zu meckern. Das muss nicht sein. Und da gibt es wunderbare Tools, die man üben kann, ja, um in diese Leichtigkeit mit Geld, in diesen Zustand des Wohlstandes sich hineinzuversetzen und diesen Zustand von Wohlstand leben zu können. Und das ist das Schöne daran, denn jeder kann seinen Wohlstand haben. Wie? Indem er seine Einstellung ändert. Und die Einstellung und beginnt Wohlstand zu sein, anstatt in dem Mangelbewusstsein des Ich habe kein Geld zu sein. Warum gibt es einen Kurs, der 3 Tage lang dauert? Naja, die Ansichten über Geld, das, was wir lernen, so wie wir aufwachsen, sagen uns genau das Gegenteil. Die sagen uns, du musst hart arbeiten, du musst Geld verdienen und dann, wenn du das Geld hast, kannst du. Das ist sozusagen der Umkehrschluss. Erst das Geld, dann der Wohlstand. Die Einladung von richtiger Reichtum, richtiger Wohlstand für dich ist zu sagen, Moment einmal, das muss nicht sein. Ich bin nicht sozusagen der Effekt von Geld. Ich bin der, der das Leben lebt. Ja, ich bin sozusagen der Schmied meines eigenen Glücks. Denn ich kann den Zustand jetzt wählen und dann, dass es sich materialisiert, ja, dass das Ganze dann wahr wird, das kann ich genießen. Und das ist das Schöne daran, an einem Leben im Wohlstand. Sozusagen den Weg dahin bereits zu genießen und nicht hart zu arbeiten und dann beginnen zu genießen. Wenn wir heute unser ganzes Systemleben anschauen, na, was lernen wir? Geh in die Schule, hab gute Noten, finde einen Job, arbeite hart und was machst du dann in der Pension? Was machst du dann im Urlaub? Ich meine, ich kenne so viele Menschen und ich war selber so am Anfang, ja. Man arbeitet auf etwas hin, ja. 10 Monate arbeiten, 2 Wochen Urlaub. Und dann geht es von vorne los. 10 Monate harte Arbeit und dann versucht man in den 2 Wochen das Genießen nachzuholen. Ganz, ganz viele Leute, meist die ein bisschen ältere Generation, hat das gleiche systematische Denken mit der Pension. Man muss vorsorgen für die Pension, jetzt muss man hart arbeiten und was sich dann nicht alles machen in der Pension. Dieses ständige alles auf später aufschieben, denn wenn ich dann einmal das Geld habe, dann kann ich, ja. Es ist das Leben unter der Bedingung das. Wollt ihr das? Macht das Spaß? Mir macht es keinen Spaß, ja. Bedingungen. Wer lässt sich schon gern Bedingungen und Grenzen setzen, ja? Niemand. Keiner mag das. Jetzt hat uns aber unsere Gesellschaft dieses System eingeimpft. Das kriegen wir mit, ja. Da sind wir noch sozusagen im Babybauch der Mama. Kriegen wir schon diese Glaubenssätze, diese Ängste, ja, Existenzängste, Hoffnungen, all diese Dinge kriegen wir unterbewusst schon mit. Das wird dann so richtig eingespeist in unserem Gehirn, ja, das wird dann überall abgelegt und das wird dann sozusagen unser Autopilot. Aber diesen Autopilot, wie ihr euch vorstellen könnt, den kann man ausschalten. Und den muss man dann nicht von heute auf morgen ausschalten. Den kann man dann ein bisschen ausschalten, dann schauen, wie es geht, dann kann man ein bisschen üben. Man kann sich da so richtig raustrainieren, ja. Man kann das wunderbar üben, den Zustand des wahren Wohlstandes. Und das kann man genauso üben, wie wir haben alle gehen gelernt. Wir haben uns 100 Mal hingefallen, sind wieder aufgestanden. Und heute gehen wir alle, ohne überhaupt nachzudenken, ja. Warum lernen Babys so einfach gehen? Weil sie nicht nachdenken. Weil sie einfach immer wieder aufstehen, weil sie neugierig sind, weil sie wissen, da gibt's was, das Ganze irgendwie leichter macht. Ist man schneller, wenn man geht, als wenn man krabbelt? Ja. Babys wollen schneller sein, ja. Die wollen dann überall raufkratzen, überall hinlaufen, und da überall Neugierde. Und dadurch lernen sie, dadurch wachsen sie. Und wenn ich heute sozusagen gehe, keiner denkt kognitiv nach, mit welchem Fuß fange ich an, gebe ich den rechten Fuß vor, wie weit rechts. Man denkt einmal nach, wenn ihr über das Gehen, ja, so viel nachdenken würdet wie über das Geld verdienen, dann würdet ihr nie vom Fleck kommen. Warum macht man das dann mit dem Geld? Naja, weil sonst keiner lernt, ja. Weil das einfach nicht noch, es ist in unserer Gesellschaft noch irgendwie
Es ist so logisch in unserer Gesellschaft. Ja, es ist so, da denkt keiner drüber nach, weil jeder glaubt, das ist so. Das ist so, das geht nicht anders. Und das ist das Schöne an diesem Kurs, die Einladung hier mit diesen festgefahrenen Glaubenssätzen und Mustern aufzuhören, ja, sie wegzusprengen, wegzuschmelzen, ja, und zu beginnen, so richtig in diese Neugierde, ja, aus der Neugierde herauszuleben, ja, aus dem Genuss herauszuleben. Genauso wie man, wenn man eine neue Sprache lernt, ja, wenn man gehen lernt, wenn man Fahrrad fahren lernt. Ich kann mich erinnern, wie ich Führerschein gemacht habe, weil ich musste dann natürlich mit einem Schaltauto das Schalten lernen. Und das schaut immer so einfach aus. Jeder kann das. Und dann bin ich zum ersten Mal in einem Auto gesessen, bumm, nicht die Kupplung loslassen und dann ruckelt's und dann ruckelt's und dann stirbt das Auto ab und dann wieder und dann anfahren am Berg. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, ja. Und da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Es war für mich faktisch unvorstellbar, dass es irgendwann mal so automatisch wird und so schön gleitet, dass man es gar nicht merkt. Und man übt, man übt, man übt und auf einmal macht's Klick und dann ist es ein Autopilot. Das funktioniert mit so vielen mechanischen Dingen, die wir in unserem Leben tun. Das Schreibmaschinen schreiben. Oh mein Gott, das ist ein Ding, das ich noch nicht gelernt habe. Ja, da bin ich ehrlich gesagt zu faul. Und das ist genau das Gleiche. Wenn ich heute in der Kanzlei meiner Sekretärin zuschaue, ich rede, sie tippt und die tippt schneller, als ich reden kann, denke ich mal, und ich kann es, ich verstehe es nicht, wie es geht, ja. Keiner denkt nach, wo sind die Buchstaben? Klavierspielen, ja. Ein Kunstwerk, ja, an Simultanität, an Dingen, die man gleichzeitig tut, das geht in Fleisch und Blut über, ja. Mit all diesen mechanischen Dingen üben wir das, ja. Und da ist es gut, wenn man übt und wenn man hart trainiert und wenn man animiert und dann übt es noch ein bisschen mehr. Und das ist beim Skifahren, beim Snowboard, beim Klavierspielen. All diese Dinge, ja, da ist das absolut logisch und das ist aber auch sozial anerkannt. Beim Geld ist das noch nicht so. Aber was ist das Gute daran? Das System ist das Gleiche. Das System ist das Gleiche. Das alles ist eine Kopfsache, ja. Die innere Einstellung zählt. Und jeder hier kann gehen, kann lesen, kann schreiben. Viele wahrscheinlich können Auto fahren. Jetzt mit den Automatikautos ist es vielleicht einfacher. Skifahren, ja. Denkt daran, wie ihr das gelernt habt. Und heute ist es man denkt nicht mal mehr drüber nach. Das Gleiche geht mit Geld und Wohlstand auch. Nur glaubt's keiner, weil die Gesellschaft sozusagen da noch nicht gemacht hat, ja. Diese Bewusstseinsänderung hat noch nicht stattgefunden. Viele Leute, ja, diese ganzen Modalitäten wollen immer erzählen, was man tun muss. Die lernen, was man tun muss, um zu. Aber genau das muss ich tun und dann. Das ist diese Linearität, ja, die das Ganze einfach schwer macht, ja, und auch gegen unsere Intuition, das ist kontraintuitiv. Und damit bricht sozusagen der Kurs richtiger Wohlstand für dich. Da gehen wir diese Tools durch. Wie kann diese Leichtigkeit mit Geld, dieses Bewusstsein Wohlstand sein? Wie kann das zum neuen Standard werden, ja, dass das dann genauso flutscht, ja, und genauso gleitet und genauso geschmiert läuft, ja, wie das Autofahren, wie das Skifahren, wie das Gehen. Das ist die Idee davon, ja, und alle schauen und denken sich, na ja, wenn es so einfach wäre, warum macht das dann nicht jeder? Warum? Und das ist das große Aha, weil das nicht jeder will. Okay, nicht jeder lernt Skifahren, ja, nicht jeder lernt Autofahren. Nicht jeder lernt eine andere Sprache. Es gibt gewisse Grundlagen, die jeder lernen muss, ja, wie das Gehen zum Beispiel. Aber wenn es ums Geld geht, wenn es ums Wohlstand geht, das ist eine Wahl, die man trifft, ja. Und nur weil man kann, wählt es nicht jeder. Und ich glaube, das ist genau das, warum viele Leute gerade bei Geld noch so ein bisschen skeptisch sind und sie denken, na, so einfach wird es nicht gehen, weil dann würde es ja jeder machen. Meine Lieblingsausrede ist, na gib bitte, wenn es so einfach wäre, dann gibt es ja nur noch Millionäre. Ja, die Frage ist, will denn jeder Millionär werden? Und darum finde ich ja den Titel von dem Kurs so genial, richtiger Wohlstand für dich. Weil wie wunderbar und schön könnte eine Welt aussehen, wo selbst die Leute, die kein Geld haben, das als deren Wohlstand bezeichnen. Viele Menschen sind glücklich, wenn sie sich dauernd beschweren können.
Die lieben es zu meckern. Die lieben es, immer gute Ideen zu haben und den anderen sagen zu können, was man tun, was man nicht tun könnte. Die lieben es zu kritisieren. Aber die wollen nichts ändern. Die Frage, die ich euch stellen kann und die Einladung, die ich für euch sein kann, ist, wollt ihr das? Wollt ihr herausfinden, was wahrer Wohlstand für euch bedeutet? Und das, da geht es dann nach diesem Zwiebelschälprinzip, ja. Da nimmt man dann sozusagen die Glaubenssätze aus der Kindheit, die Glaubenssätze aus der Schule, die ganzen Erfahrungen der Familie, ja, die ganzen Traumata, die man hat, ja. Es gibt so viele Gründe, warum wir gewisse Dinge jetzt so annehmen oder gewisse Dinge vermeiden oder nicht haben wollen. Ich will nicht zum rücksichtslosen, reichen Arschloch werden, weil, wie ich Kind war, kannte das von einem Freund von mir, da ist der Vater entlassen worden von irgendeinem gierigen, superreichen Chef, der nur Geld sparen wollte. Und der Vater ist ein Alkoholiker geworden, der hat gesagt, ich werde nie zu einem reichen Arschloch werden und alle reichen Menschen sind böse. Weil Geld verändert den Charakter. Wumm. Schwachsinn. Geld verändert nicht den Charakter, ja. Das ist das Thema, das dahinter steckt, ist, dass Leute, die viel Geld haben, da zeigt sich halt der Charakter mehr. Und der Charakter war immer schon da. Und da gibt es ganz, ganz viele Trugschlüsse, ja, und Schlussfolgerungen und nicht einmal bewusste Lügen, aber da haben wir einfach etwas gesehen, sind zu einer Schlussfolgerung gekommen und dann haben wir geglaubt, das ist so. Warum? Na, weil uns keiner eingeladen hat, dieses Muster zu hinterfragen und dieses Muster vielleicht zu sagen, Moment einmal, nur weil das einmal so ist, nur weil ich das einmal so erfahren habe, heißt das, dass das jetzt immer so ist? Und das ist dieser schöne Katalog an Fragen, die man sich selber stellen kann, um einfach herauszufinden, ja, wenn man all diese Zwiebelschalen weggenommen hat, wenn man all diese negativen Glaubenssätze, die Traumata, die Ereignisse aus seiner Kindheit oder aus seinem Studium, mit der Familie, wenn man das alles einmal wegnimmt und sagt, okay, das ist nicht meins und das ist nicht meins und das ist nur eine Geschichte. Was ist dann? Was bleibt dann über? Wo bist dann du? Dein Zugang und dein Bewusstsein, was bedeutet Reichtum, Wohlstand für dich? Ich kann das nur für mich herausfinden, ja, und ich kann euch einladen, das für euch herauszufinden, damit es nicht die richtige Art und Weise gibt, reich zu sein, sondern nur, was für euch richtig ist. Wie fühlt ihr euch wohl? Was ist euer Reichtum? Beinhaltet der Geld? Ja, wie viel? Beinhaltet ja etwas anderes. Und das ist das Schöne daran. Also es ist irgendwie so eine Reise zu sich selbst, um herauszufinden, was braucht es in eurem Leben, dass ihr jeden Tag mit einem riesen Grinser aufwacht und denkt, hey cool, neues Abenteuer beginnt. Genial. Was kann ich heute erforschen? Was kann ich heute machen? Diese Abenteuerlust und Neugierde jeden Tag zu haben, sagen, wow. Und wenn der Tag dann zu Ende ist, sagt man, cooler Tag, ich freue mich schon auf morgen. Das ist sozusagen der Zustand, ja, der für mich der schönste ist, ja, weil jeder, der zufrieden ist und ein Lächeln auf seinem Gesicht hat, dem geht's gut, das ist cool. Aber was das Lächeln auf euer Gesicht zaubert, das wisst nur ihr. Und das ist so unterschiedlich wie nichts anderes auf der Welt. Das ist genauso unterschiedlich wie die Natur. Da ist nichts gleich. Ja. In der Natur gibt es kein so und so hart zu sein. Ja. Da gibt es Bäume, die haben Blätter. Ja. Da gibt es Nadelhölzer, die verlieren die Blätter nicht und andere schon. Aber das Blatt an sich, da ist gleich keines dem anderen. So wie die Menschheit. Sogar die eineigen Zwillinge sind so ein bisschen anders und die Eltern wissen immer, wer wie ist. Ja. Aber genauso ist es mit eurer inneren Einstellung. Und mit eurem Reichtum und eurem Wohlstand. Und auf dieser Reise kann ich euch nur einladen, auf diese Erkundungstour und euch Tools oder Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen ihr herausfinden könnt, was funktioniert da für euch, wie schaut das für euch aus, was zaubert euch ein Lächeln aufs Gesicht, jeden Tag aufs Neue. Das ist so die Einladung von Wohlstand. Jeder, der sagen kann, hey, ich freue mich auf morgen, ist doch eigentlich reich, reich an allem. Ob das jetzt Geld beinhaltet oder nicht, das steht in den Sternen, das wisst nur ihr.
Und das ist die Einleitung. Das ist das, was für mich der größte Beitrag von dem Kurs ist, diese in die Ermächtigung zu gehen, das herauszufinden, was für euch passt und euch nicht zu sagen, was man tun muss, um einen gewissen Kontostand zu haben, weil dann, wenn man es geschafft hat, dann ist man reich. Das ist sozusagen die Idee von dem Ganzen. Das ist meine Definition von Wohlstand. Es gibt keine. Es gibt nur das, was euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Ja. Was das ist, das könnt nur ihr herausfinden. Und wenn ihr Lust habt, das gemeinsam herauszufinden, jederzeit. Und zwar sehr bald sogar auf Deutsch. Ich habe herausgefunden, dass es mir unglaublich Spaß macht, auf Deutsch zu facilitieren. Und danke, Sophie, Ja, dass du der mich immer Zugang. wieder animierst und sagst, hey, mach doch mehr. Und das ist eines der Dinge, die mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, ja. Genau das Facilitieren zu meinem Leben hinzuzufügen. Warum? Weil es Spaß macht. Das ist für mich Wohlstand. Sozusagen sagen zu können, alles, was ich so zu tun habe, Tag ein, Tag aus, macht mir einfach Spaß. Ich war diese Woche in Kairo mit der Simone Melassas, die hat einen Access Choice for Possibilities, Wahl der Möglichkeiten Kurs gemacht. Und jetzt sind wir in Dubai für Business Done Different. Da sind wir im Flugzeug nebeneinander gesessen und da kam die Stewardess sehr gesprächig und hat gemeint, ah, fahrt ihr in den Urlaub? Und wieso, ja, ah, wart ihr gerade arbeiten? Wieso, nur ja, eigentlich beides. Sagt sie, na ja, wart ihr jetzt arbeiten oder Urlaub? Und wieso beides? Sagt sie, na wie? Sag ich, für uns ist Arbeiten wie Urlaub. Sagt sie, was? Macht ihr nie Urlaub? Sagt sie, ja, sag ich, ja, wenn wir arbeiten. Und es hat, glaube ich, 5 Minuten gedauert, bis die kapiert hat, dass unsere Ansicht war, wow, es gibt bei uns keinen Unterschied. Das ist wie Urlaub. Ich brauche keinen Urlaub. Wenn du mir sagst, ja, fahre eine Woche auf die Malediven und liege am Strand, würde, glaube ich, durchdrehen aus einer kleinen Insel, die man in einer Stunde umrundet und wahrscheinlich dann 3 Tage früher abreisen, weil mir langweilig werden würde. Aber gleichzeitig kenne ich Menschen, die nichts lieber tun, als irgendwo eine Woche am Strand zu liegen und sich in der Sonne braten zu lassen. Ist das eine richtig, das andere falsch? Bin ich der Kreative und die Faulen? Nein. Wenn das euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, dann macht das. Und zwar unabhängig von dem, was andere Leute denken. Unabhängig von der Meinung anderer. Ja, was ist euer wahres Inneres? Was das Bewusstsein? Darum geht's. Was macht euch Spaß? Nicht, was macht anderen Spaß? Nicht, wie kann ich sein wie andere? Nein, wie kann ich sein und gleichzeitig in der absoluten Erlaubnis sein, dass andere anders denken. Und dann hat man immer die freie Wahl. Dann macht man nur das, was einem Spaß macht und ist gleichzeitig total, total in Ordnung, was alle anderen wählen. Dieses Bewusstsein, ja, breitet sich dann auch in andere Lebensbereiche aus, wo man dann durchs Leben geht und sagt, hey, cool, der wählt das. Und dann meckert jemand, okay, muss ich dem helfen? Vielleicht macht ihm das Spaß, ja. Das gibt einen unglaublich viel Freiheit, ja, man selbst zu sein. Und wenn man dann noch die finanzielle Freiheit, ja, dazu hinzufügt, wo man sagt, ja, natürlich, wunderbar, komm her mit dem Geld, dann wird es noch leichter, anstatt ich muss arbeiten, dann hat man den wahren Reichtum. Dann hat man nämlich immer Wahl, dann ist man nämlich nicht einmal mehr von Geld beschränkt. Und wenn das jetzt alles ein bisschen so klingt, naja, lasst es einmal setzen und überlegt euch einmal. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Frage, mit der man spielen kann. Wenn Geld nicht relevant wäre, was würde ich wählen? Wenn Geld nicht relevant wäre. Und dann kann man so hinzufügen, und wenn ich allein auf der Welt wäre, ja, ich hätte niemanden was zu beweisen, ja, ich hätte niemanden zu beeindrucken. Ich hätte niemanden, der mich beobachtet, der mich bewertet, niemanden, der stolz auf mich ist, wenn, niemand, der mich abwertend bewertet. Ja. Diese Bewertungen gehen ins Positive und auch ins Negative. Ganz, ganz viele Leute
gieren nach Geld oder wollen Geld verdienen in der Hoffnung, sie bekommen Anerkennung, in der Hoffnung, die Eltern sind dann endlich einmal stolz, in der Hoffnung, sie bekommen das, ja. Was wäre, wenn Geld keine Rolle spielen würde und ihr allein auf der Welt wärt, ja? Wenn keiner euch sozusagen einen guten Ratschlag geben würde oder euch beobachten würde, geht's einmal in diese Energie hinein. Wer wärt ihr dann? Und was würdet ihr wirklich wählen? Und diese, ja, dieser Raum, der dich da auch in diesem Moment einmal, was würde ich dann eigentlich machen? Würde ich das wirklich tun oder würde ich was anderes tun? Und lasst es einfach nur so ein Gedankenspiel einmal sein, ja. Das heißt überhaupt nicht, dass ich jetzt alles über den Haufen werfen muss und dann, wie meine kleine Schwester, ja, die hat diese Idee, sich ins Nordwaldviertel zurückzuziehen und ganz allein mit ihren Pferden auf einem Bauernhof zu leben. Naja, und dann will sie auch noch Selbstversorgerin sein. Die hat dann ein paar Ideen und da sage ich auch immer, du spiel mit den Gedanken, aber du musst jetzt nicht über den Zaun brechen. Und dann fühle mal so rein, ja, tapst dich mal so ein bisschen vor. Weil oft, ja, oder oft meistens kommen die Dinge sowieso anders, als man denkt. Also wozu dann überhaupt vorausplanen und sie durchdenken? Da springe ich doch lieber sozusagen, da springe ich doch lieber von der Klippe, in dem Wissen, ich werde meine Flügel entfalten und fliegen. Wohin, wann, wie, wo ist doch egal. Die Aufregung genießen, darum geht's. Und Geld einen Beitrag sein zu lassen. Das ist für mich wahrer Reichtum. Wahl zu haben und zu wissen, wenn ich das, dann das, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. Und vielleicht, wenn nicht morgen, ist doch egal, irgendwann kommt's. Wann? Irrelevant. Aber bis dahin warte ich nicht. Bis dahin genieße ich. Und zwar mich und das, was ich wähle. Ohne mich für irgendwelche Entscheidungen oder Wahlen falsch zu machen. Und das ist für mich überhaupt einer der schönsten Zustände, ja, diese wertfreie, die wertungsfreie Zone, wo man sagt, war vielleicht nicht so intelligent, okay, mache ich anders. Okay, das war jetzt cool. Davon will ich mehr. Die bewertungsfreie Zone zu schaffen und sich Zeit und Raum zu geben, herauszufinden, was für einem selbst passt. Und dann die Flexibilität zu sagen, so, und das passt für jetzt. Vielleicht ändert sich das. Man muss sich nicht definieren. Man kann sich ändern. Und zwar jeden Tag. Das, was heute passt, muss morgen nicht passen. Das, was ich heute beschlossen habe, so soll es sein, das macht mich glücklich, das kann sich morgen wieder ändern. Aber sich selbst dafür nicht negativ bewerten, ja, sich dafür eigentlich anzuerkennen und sagen, cool, ich gebe mir selber Wahl. Und nicht, ich bin der, der nie zu einem Ziel findet, ich bin der, der dauernd Job wechselt, mein Gott. Wie lange willst du denn dann noch tun und wie soll denn das noch enden? Hoffentlich nie, weil es macht so Spaß. Ich will, dass es immer so weitergeht. Das ist so die Einstellung. Und das sind auch sozusagen die Tools, die ein unglaublicher Beitrag sind. Ja, Leichtigkeit mit allen zu haben, aber auch Leichtigkeit mit den Meldungen und Bewertungen anderer zu haben. Weil wenn man sozusagen unabhängig von den Bewertungen und Meinungen anderer glücklich sein kann, zufrieden sein kann, Spaß haben kann, na, dann hat man sowieso gewonnen. Weil dann gleitet man durchs Leben und denkt sich, habt mich doch alle gern. Nicht abwerten, sondern habt mich doch alle gern und wenn ihr Lust habt, kommt's mit. Die Hochstapler ist lustig. Ja, diese Einladung zu sein, anstatt dieses, ich mache das jetzt richtig und es ist richtig, wenn man das macht, dann nichts ist richtig, nichts ist falsch. Aber jeder hat die Wahl, das zu wählen, was für ihn passt. So, das ist sozusagen das Konzept. Habe ich euch jetzt genug verwirrt? Es war ursuper, David. Wir freuen uns total. Du kommst ja eben live nach Hamburg und machst diesen Kurs. Du bist bei der Simone Drees in der Villa der Möglichkeiten vom 26. Ja, da 28. freue ich mich schon drauf. Yay. Also das ist schon in 2 Wochen. In Nein, es zwei ist Wochen. eine Woche. Das ist schon Entschuldige, fast in es einer Woche. ist eine Woche. Es Ja, ist fast eine was? Woche. Ja. Um Gottes Willen, ich bin ja noch in Dubai. Nicht, dass du das verpasst. Und man kann ja auch, also, wie ist denn das bei dem Kurs? Weil ich muss ehrlich gestehen, ich mache den Kurs
selber zum ersten Mal. Ah, das ist einer der Kurse, den ich noch gar nicht gemacht habe in Access, und ich freue mich mega. Und ich weiß, es gibt einen Introabend, es gibt 2 Tage, man kann nur beim Introabend dabei sein. Gibt es ein Handbuch? Magst du uns da ein bisschen was erzählen? Also der Kurs ist so gestaltet, dass es mal einen Infoabend gibt. Warum? Naja, weil Geld ein großes Thema ist und weil die Skepsis groß ist. Ja? Viele denken sich, das klingt zu gut, das klingt zu schön. Also gibt es mal einen Infoabend, da kann man mal reinschnuppern. Da kann man auch nur den Infoabend kaufen. Und dann, wenn es einem gefällt, kann man wählen. Ja? Dann zahlt man nur noch den Differenzpreis und bleibt dann einfach 2 Tage länger in Hamburg. Und es gibt natürlich auch ein Handbuch, wo viele, viele Tools drinnen stehen, ja, und viele Clearings, um so ein bisschen, ja, ein bisschen auszumisten, ja. Jetzt, es ist zwar noch Jänner, aber wir fangen halt mit dem mentalen Frühlingsputz schon an, ja, damit dann zu Ostern alles schön rein ist. So wie man das halt so schön macht, nicht? Da werden dann Fenster geputzt und dann wird aufgeräumt, dass zu Ostern alles schön ist. Dann wird das Auto gewaschen und diese ganzen Dinge, wird das Pickel gemacht und die Vignette gekauft. Und wie wäre es, wenn wir das einmal mit unserem Gedanken tun, ja? So diese ganzen Glaubenssätze, die irgendwie nicht passen, ja, mal da einen Frühlingsputz zu machen. Das ist so die Idee. Schnuppert's da mal rein und wenn es euch Spaß macht, bleibt's länger. Und wenn Also, das nicht, ist auch die gut. Auferstehung der anderen Art. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Naja, den Frühlingsputz könnt kurz vor Ostern auch noch machen, ja. Den mentalen Frühlingsputzen, na, da könnte man jetzt schon beginnen, ja? Dann hat man mehr Zeit zu üben. Das ist eigentlich eine coole Idee. Wisst ihr was? Wir machen den Kurs jetzt Ende Jänner und dann nach Ostern machen wir ein Follow-up und schauen wir mal, wo ihr dann alle seid, ja. Habt ihr dann mehr Lächeln pro Tag auf eurem Gesicht oder mehr Sorgenfalten? Und ratet mal, was Wohlstand ist. Mehr Lachfalten als Sorgenfalten. So einfach kann es sein. Ja, so, so cool. Vielen, vielen Dank. Also ich kann sagen, ich habe schon viele Geldkurse gemacht. Und für mich war wirklich dieser Kurs, der hat so viel für mich hochgeholt, dass sich seitdem wirklich viel verändert hat. Und ich manchmal da sitze und denke, okay, und wo kommt jetzt dieses, oh, kannst du das wirklich machen? Also ich warte quasi darauf, dass dieses Ding da oben wieder losgeht und mir irgendwas ausreden will, aber es kommt nicht. Und das ist ein ganz schräges Gefühl. Daran darf ich mich noch gewöhnen. Aber es ist auch schön. Und die Maike fragt, welcher Kurs? Der richtige Reichtum für dich Kurs. Ja, genau. Weil Ich habe den vor reich 2 Monaten sein, gemacht, ja. cool ist der. Der Kurs ist cool und der ist auch immer anders und der Kurs hängt auch immer von den ganzen Fragen. Aber immer die Kursunterlage ist die gleiche, ja. Die könnt ihr dann durchlesen, da könnt ihr Fragen stellen, die gehört an euch, ja, da kann man mit den Tools spielen. Aber das Schöne in den Live-Kursen ist, dass halt das hochkommt, was gerade ansteht, ja. Und die Welt verändert sich immer, ja. Kein Tag ist wie der andere. Und das ist auch das Schöne daran, dass das, was der eine fragt, dann für alle anderen auch ein Beitrag ist. Also dieses Miteinander, weil ganz ehrlich, bei diesen ganz versteckten Glaubenssätzen, ja, das sind ja genau die Glaubenssätze. Man macht das ja nicht mit Absicht, ja. Man ist ja nicht, man kämpft ja nicht gegen sich. Und auch die Eltern, wie sie euch erzogen haben, die waren ja nicht gegen euch. Die wollten ja nur euer Bestes. Ja, aber wie ihr 4 Jahre alt war, war die Wirtschaft eine andere, war die Welt eine andere. Das mag damals vielleicht seine Berechtigung gehabt haben, aber heute ist alles anders, ja. Es geht auch darum, sozusagen, in die Erlaubnis mit seiner Vergangenheit zu gehen. Ja, das war damals so und jetzt ist es anders. Dann ändere es. Aber lass doch die Vergangenheit nicht mehr deine Zukunft beeinflussen. Nur weil es damals so war, muss doch das jetzt nicht weiter schwierig sein. Nur weil ich damals das so gelernt habe, nur weil das damals mir gesagt hat, also oft in dieses Glaubenssätze abkaufen oder Lügen abkaufen, die Geldlüge. Na, bewusst hat dich keiner angelogen, ja. Die wollten damals immer dein Bestes. Aber was dein Bestes ist, weißt halt immer nur du. Da gibt es ja immer diesen netten Witz, ja, wo die Mutter zur Tochter sagt, aber liebe Tochter, ich will doch nur dein Bestes. Und die Tochter sagt, ja, aber mein Bestes gehört mir. Das gebe ich nicht her. Und das hat eine Wahrheit, da gibt es einen wahren Kern, ja. Die Leute wollen vielleicht dein Bestes,
Aber nicht das, was für dich das Beste ist, sondern was sie glauben, was für dich gut ist. Okay, danke. Passt nicht mehr. Jetzt wähle ich, was für mich passt. Das ist sozusagen die Ermächtigung von dem. Und euch das auch zugestehen. Was passt für mich? Und jetzt nicht mit der Vergangenheit abschließen, sondern einfach sagen, okay, die Türe zur Vergangenheit zu schließen und sagen, was will ich jetzt? Was wähle ich heute? Und wie will ich meine Zukunft kreieren? Das ist die Frage, die ihr euch stellen könnt. Was möchte ich heute wählen? Ab jetzt anders. Wie? So wie es für mich passt. So dass es mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und nicht der Mama und der Tante und dem und das und hin und her. Das ist die Einladung. Dass ihr beginnt, auf euch zu schauen. Dass ihr beginnt, ihr zu sein. So verrückt, wie das auch sein mag. Wenn es euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, absolut in Ordnung, ja. Das ist das Schöne daran. Und das ist das, auf das ich euch einladen kann. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt nach Hamburg und schauen wir, wie viele Lächeln wir auf wie viele Gesichter zaubern können. Das ist die Idee von dem Ganzen. Ja, so schön. Ja, ihr könnt online auch kommen, ja. Also wenn ihr nicht nach Hamburg kommen wollt, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dann Hamburg im Jänner ist doch schön kalt. Ja, in Dubai ist es heiß. Ich freue mich schon wieder auf die Kälte. Ja, also wenn es nicht live schafft, kommt einfach online vorbei und dann schauen wir, wie wir ein Lächeln auf eure Zoom-Ausschnitte zaubern können. Ist das klar genug, wie der Kurs abläuft? Wir haben 9:30 Uhr bis 14 Uhr. Ist das richtig, Ja, Simone? Ja. 39 bis 14 Uhr am Samstag und Sonntag und Freitag 17:30 bis 19:30. Okay, also lässt sich wunderbar mit einem Bürojob kombinieren. Und ist auch cool zum An- und Abreisen. Nur so nebenbei erwähnt. Und Hamburg hat ganz, ganz tolle Restaurants. Auch nur so nebenbei erwähnt. Also ich freue mich. Ich freue mich auf dich, Simone und Sophie, auf was wir da nicht alles erst über Bord werfen können und kreieren können. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch an, schaut vorbei. Schnuppert rein für den Intro-Abend und dann schaut, ob ihr mehr wollt oder nicht. Und wenn ihr dann den Hauptkurs später machen wollt, das Intro zählt dann auch für den nächsten Kurs. Das nur noch mehr Info, um euch ein bisschen mehr zu verwirren. Und das alles gibt es natürlich nachzulesen auf der Access-Seite, wo ihr euch anmelden könnt. Ja, dann sage ich danke, dass ihr gekommen seid und ich hoffe, ein paar von diesen lächelnden Gesichtern sehe ich dann sehr bald in Hamburg. Danke, meine Lieben. Habt noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss, David, danke dir. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Freuen uns Tschüss. alle. Tschüss. Euch auch, Simone und Tschüss. Steffen. Tschüss.